Hallo meine Lieben, hier ist die Ute von Easy Clean und ich putze jetzt die Glasüberdachung von dieser schönen Terrasse hier und zwar erstmal von hier oben, weil ich von hier oben leichter dran komme. Der Hausherr nimmt eigentlich immer eine Leiter, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich will euch jetzt nur demonstrieren, dass wir auch sowas hier wunderbar nur mit meinen Möppen und mit Wasser putzen können. Ich habe meinen 40er Mop jetzt, weil hier ziemlich breite Kasten zu sehen sind. Die Leisten sind weit auseinander und da lohnt sich auch, da putzt du effektiver mit einem 40er Mop. Ich zeige dir gleich noch weiter unten, wenn ich von unten putze, auch den 25er Mop, damit du den Unterschied siehst. Ich lege den Mop einfach hin. Unser Mophalter hat das Gegenstück, hier sind die Klettbänder dran. Ich lege einfach nur die Platte drauf und los geht's, meine Lieben. Und die Stange ist 1,89 Meter ausziehbar. Also mit meiner Armlänge zusammen komme ich schon ziemlich weit. Hier ist jetzt nur eine Stange für die Jalousie. Der Hausherr putzt dann immer von unten nochmal mit der Leiter die unteren Scheiben. Aber von hier oben kommt er wunderbar hier von der Fensterscheibe dran. Das ist natürlich immer, kommt es darauf an, welche Begebenheit du bei dir zu Hause hast. Aber hier ist es wunderbar, einfach nur von hier oben zu wischen. Und ich gehe auch hier jetzt um die ganz grobe Schmutzstelle drüber und zeige euch, dass ich hier nur mit Wasser auch diesen hartnäckigen Schmutz, diese groben Verschmutzungen lösen kann. Ja, und das musst du ein bisschen Druck ausüben. Und natürlich ist es eine Friemlerei, aber das schafft man prima auch alleine. So, hier ist jetzt eine Überdachung, die ist im Frühjahr schon mal geputzt worden. Aber manche Überdachungen, da ist vom Winter ganz schön viel Grünspan, noch viel mehr Grünspan dran. Da gebe ich dir jetzt gleich noch mal einen Tipp. So, das ist das erste Wischen und dann merke ich, dass ich hier vorne noch einen Schmutz habe. Da muss man noch mal dran gehen und wenn der sich nicht löst, wenn es dann zu schwer wird, dann gebe ich dir jetzt den Tipp, sprüh einfach mit Multistar den Mop ein. Moment. So, Multistar hilft dir hierbei noch mal den Schmutz zu lösen. Du kannst deinen Mop einfach ein bisschen einsprühen und dann gehst du noch mal drüber. So, ich befürchte fast, dass der Schmutz von unten ist und es gar kein besseres Ergebnis gibt. Das werden wir gleich sehen, wenn ich diese Fläche hier nochmal von unten wische. So, also Multistar hilft dir natürlich auch bei der Reinigung, aber nur, das brauchst du nur, wenn es wirklich grobe Verschmutzungen gibt. Ja? Gut. Ich kann mit dem Mop tatsächlich auch hier natürlich über die Leisten gehen. Und das Schöne an unseren Möppen ist, dass ich immer noch weiter sauber wische. Diese Möppe können genauso wie meine Multizwecktücher enorm viel Schmutz aufnehmen. Ich gehe jetzt nochmal an das andere Fach. Manche Überdachungen können tatsächlich auch bis 150 Kilo Gewicht aushalten. Ich gehe natürlich hier nicht drauf, meine Lieben. So, dann wird der Mop unter fließend Wasser ausgespült. Ja? Bitte beherzigt den Tipp. Nimmt keinen Eimer. So, ich gehe jetzt hier nochmal final drüber und wechsel dann gleich zum Trockenmop, zum Fenstermop, zum Abtrocknen. Die Sonne scheint jetzt wunderbar. Die hilft dir auch natürlich beim Abtrocknen und kann dann alles abtrocknen und zwar streifenfrei. Ja, ich gehe dann gleich noch mal von unten. Ja, von unten ist die Scheibe natürlich noch schmutzig, aber das werden wir jetzt auch gleich noch sauber machen und dann seht ihr, dass es einfach keine Streifen gibt. Der 40er Mop, den 40er Fenstermop, das ist die kleine Größe. Den Mophalter können wir ganz einfach wechseln, indem wir hier die zwei Nupsis drücken. Einfach den Halter raus und den 25er Mop reinstecken. Das ist der kleine Mophalter. Und hier seht ihr das Klettband. Das kann man auch austauschen, indem man die Kappen abmacht. Wenn das mal verharrt ist, gibt es Ersatzbänder. So, und das geht jetzt auch ganz einfach. Guckt, einfach auf den Fußboden werfen, den Mophalter drauflegen und los geht's. So, dann auch von unten. Geht das wunderbar mit der langen Stange. Und der Mop steht auch ein bisschen über. Ich kann also die Kanten auch mitwischen.
Geld, indem ich hier gegen drücke, seht ihr, wie sich der Mob an diese Kante, an den Rahmen schmiegt. Hier nochmal runter, die andere Seite. Guckt mal hier, was Schmutz. Ich muss mich nicht mehr bücken. So. Und außerdem habe ich ganz vergessen. Guckt mal, hier gibt es noch einen Riegler. Das erleichtert natürlich einiges. Normalerweise ist der Mobhalter kippbar. Nach der Seite, nach vorne und nach hinten und nach rechts und nach links. Ja? Und mit so einem, mit dem Feststeller hier draufdrücken, nach vorne schieben. So kippelt der zwar noch so und so, weil das muss auch so sein, sonst kannst du nicht leicht putzen. Ein bisschen beweglich muss es sein. Es kippelt aber nicht mehr nach rechts und links. Und gerade für Überkopfarbeiten ist das natürlich praktisch. So. Dann setze ich das hier an und hier seht ihr auch, dass der Mob drüber guckt über den Mobhalter und dann ziehe ich einfach die Feuchtigkeit wieder auf. Ihr müsst auch gar keinen Druck ausüben, ja? Und schon ist die Scheibe trocken. So, und jetzt sehen wir natürlich hier am Rand noch den Grünspan. Das hätte man noch mal einsprühen müssen, das habe ich von oben gar nicht so gesehen. Aber ihr seht jetzt den Unterschied aber schon mal zu der Scheibe hier, zur nächsten Scheibe. Meine Lieben. Wunderbar! Also kannst die Möppe für die Fenster nehmen, für Wintergärten, für Gewächshäuser, für dein Gartenhäuschen, für Camping. Ja, gerade da ist es ja auch wichtig, im Outdoor-Bereich auf Reinigungsmittel zu verzichten und so gut wie es geht nur mit Wasser putzen zu können. Das ist ja ein Riesenvorteil, ja, für deine Gesundheit, für die Umwelt und ja, einfach klasse, gell?